Yeah, Powerslide! Ich schnapp mir jetzt das leichte Fahrrad hier und guck auch mal, ob ich das schultern kann. Ja, liebe Leute, also als Mittelgebirgler bin ich Schultern ja nicht so gewöhnt. Hi, liebe Leute, hier ist Marc. Ja, ich war im letzten Winter in Österreich, habe mir einen Whitestyle-Contest angeguckt und war Fatbiken. Und in dem Kanal, wo ich es hochgeladen habe, hat es ein paar hundert Klicks bekommen. Ich dachte mir, eigentlich zu schade. Jetzt möchte ich es in den richtigen Kanal, also wo ihr jetzt gerade seid, hochladen, damit ihr alle mal teilhaben könnt, wie cool das Event war, der Whitestyle. Und natürlich das Fatbiken mit Kurt Exenberger, der auch viele Fahrtechnik-Videos online hat, auch zum Fatbiken. Und da kommt auch noch von uns was, seid gespannt. Und Fatbiken oder mit normalen Bikes macht einfach mega Spaß im Schnee. Und viele touristische Regionen haben das jetzt im Angebot. In Willingen hier im Hochsauerland geht es auch super. Da könnt ihr beim Klaus im Kraftshop die Fatbikes leihen. Man kann auch mit mir mal eine Runde Fatbiken, da schreibt ihr mich einfach an. Ich habe ja auch eins. Und natürlich im Alpenraum sowieso an vielen Orten gibt es da zum Beispiel, wie gesagt, Kirchberg, Tirol, beim Kurt Exenberger mit seinen Fatbikes, aber auch viele andere, Ruhpolding, Livigno, ganz viele Orte haben Fatbikes im Verleih, sodass man auf Loipen und generell auf Wegen Spaß haben kann. Also ich bin nicht so der Skifahrer, war ich mal als Kind, jetzt gehe ich lieber Skibiken oder Fatbiken und beides einfach eine Riesensause. Kann ich nur empfehlen. Dann, ja, viel Spaß mit dem Video und danke fürs Zuschauen. Hi, hier ist Marc. Ja, und ich bin in Kirchberg, Tirol. Mit mir der Kurt Exenberger. Hi. Und den kennt ihr sicherlich von YouTube. Ganz viele Fahrtechnik-Videos. Und ja, er ist auch Fatbike-Experte und Mountainbike-Guide, die Bike-Akademie. Da setze ich euch mal einen Link unter das Video. Ja, und wie ihr hier sehen könnt, schöne Berge. Kaiserwetter. Ich möchte gar nicht so lange reden, ich nehme euch einfach mit und ihr werdet miterleben, was wir heute erleben. Also wir sind jetzt schon ein bisschen hier unterwegs gewesen. Kurt fährt ein, welches Modell ist das? Ein Salsa Fatbike. Ich bin gerade auch mal gefahren, 4,0 Reifen. Wir sind beide auf Fatbike dabei. Wir drehen nämlich nebenbei auch ein paar Tutorial-Videos. Wäre ja auch komisch, wenn wir beide keine Tutorial-Videos machen. Und ich habe ein E-Fatbike und ja, bin einfach mal gespannt, was mich noch erwartet. Also der Schnee ist relativ weich, die Sonne scheint, es ist warm und ich wollte euch noch einmal hier das Panorama gönnen. Also wenn ihr mal was anderes machen wollt im Wintersportort als Skifahren oder was man da so tun kann, Fatbiken ist auf jeden Fall kein kleiner Trend, sondern wirklich eine Sache, die einfach riesig Spaß macht. Ja, ja, ja. Also liebe Leute, wir dachten gerade, dieser Weg hier wäre von Wanderern platt getreten. Wie man sieht, falsch gedacht. Ich natürlich, der gemütliche E-Biker, hatte da jetzt die Arschkarte gezogen und konnte mein Rad, okay, ich bin auch nicht so geübt darin, ich habe es nicht geschultert, sondern ich habe es durch den Schnee hochgeschoben, getragen und gutes Training, immer positiv sehen. Wir haben jetzt eine Fotolocation gesucht, mussten deswegen ein bisschen hier einen Weg nutzen, der doch nicht so gut war, wie wir dachten. Aber man wird immer belohnt. Schaut es euch mal an, der wilde Kaiser. Ja, da war ich auch als Kind schon immer. Mal zum Skifahren. Ich schnapp mir jetzt das leichte Fahrrad hier und guck auch mal, ob ich das schultern kann. Ja, liebe Leute, also als Mittelgebirgler bin ich Schultern ja nicht so gewöhnt. Wir haben das zwar mal einmal im Lehrgang gehabt, aber ich hab's vergessen. Deswegen schaut euch an, wie man es nicht macht. Ich überlebe es gerade so. Folge den Spuren von Kurt. Und sehe es als positives Fitnesstraining. Das schöne Panorama versuche ich zu genießen. Aber ich gucke eher auf die Fußspuren. Ja, wir werden noch belohnt, sicher mit einer Abfahrt, wie auch immer.
Boah, liebe Leute, also ich habe hier ganz schön zu kämpfen, weil ich schweres Bike habe durch den Tiefschnee, das habt ihr eben gesehen. Aber wir hatten auch echt coole Passagen und jetzt seht ihr hier unser Fatbike und hier eine Rodelbahn, auch offiziell ausgeschildert. Und da werden wir ein bisschen Spaß haben, auch ein bisschen was filmen. Und wenn ihr eine Rodelbahn irgendwo seht und ihr habt die Erlaubnis, dann mit dem Bike runter. Liebe Leute, Panorama, Deluxe, geiles Fatbike. Und es geht jetzt hier die Rodelbahn runter. Ich folge Kurt Exenberger, dem Profi. Let's do it! Yeah! Power Slide! So, wo geht's lang? Ich kenne den Weg nicht. Hallo! Ich weiß nicht, wie der Grip ist. Ist er gut? Und ja. Okay, mein Vorderrad rutscht. Yeah! Oh, der Schnee wird etwas tiefer. Achtung, Achtung, Achtung. Hallo. Auf der Rodelbahn, sorry. Yeah! Also immer abbremsen für die Leute. Weiter geht's. Boah. Mal gucken, ob die Linse noch sauber ist. Yeah, yeah. Boah, ich trau mich das nicht mit dem, krassen Drift, weil ich das überhaupt nicht gewohnt bin. Oh yes, der Profi. Falscher Gang, falscher Gang und Gas, 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 Gas. Jetzt überhole ich mal. Racing, 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 Ellbogen raus. Geradeaus. Woo! Da kommt er wieder, da kommt er wieder. Holy moly. Oh. Hallo. Oh, so geiles Panorama hier, aber ich muss auf die Strecke gucken. Und hier, Kitzbühelhorn, yes, yes, oh, wheelie, 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 ich hab den Sattel zu niedrig, yeah. Liebe Leute, ich bin jetzt am Ende unserer Tour, wir haben Fatbike-Tour gemacht, wir haben ein bisschen gefilmt für Fahrtechnik.tv, ja, ihr seht nochmal die schönen Spike-Reifen, die mir auf den Eisplatten sehr geholfen haben. Wir sind am Bahnhof. Man sieht hier die, immer noch die Berge, der Kitzbüheler Horn. Die Bahn fuhr doch nicht so, wie wir wollten. Dann sind wir noch eine Dreiviertelstunde mit dem Fatbike super schöne Schneestrecken zurückgefahren. Es hat sich gelohnt. Danke, liebe österreichische Bahn. Jetzt sind wir hier im Winterladen von der Bike Academy. Und ihr seht, hier ist es fett. Hier ist also nichts hier für Topmodels. Hier ist alles richtig fett. Und hier hängen die Fatbikes und hier stehen die mit Motor, ohne Motor, so 50-50. Und ja, ich bin da natürlich immer noch sehr begeistert. Ich fahre ja seit ein paar Jahren immer mal wieder mit dem Fatbike und mein Einrad ist auch fett. Ja, also ich bin froh, dass ich hier war. Bis dann. Hi, hier ist Marc. Ja, ich bin jetzt angekommen nach einer langen Zugfahrt in Leogang, in der Pension Rieder. Könnt ihr sehen, eine super tolle Aussicht hier über die Berge. Und gleich möchte ich da vorne hin, wo die Kirche ist, weil da ist der White Style, Slopestyle Contest mit einem neuen Format dieses Jahr. Und ich möchte euch mal mitnehmen, mal gucken, was die Profis da für Tricks zeigen. Und bin einfach mal total gespannt, weil ich noch nie hier war. Ich bin auf dem Weg zum White Style. Und wenn ihr euch fragt, was das überhaupt ist, das ist ein Wettbewerb, wo ziemlich gute Profifahrer gegeneinander antreten. Das heißt, die machen ihre Tricks und werden dann bewertet von Judges. Ja, und das Ganze ist in Leogang. Und ich bin das erste Mal hier und muss zugeben, also es ist sehr, sehr schön hier. Ich hätte gar nicht gedacht, dass das so ein
liebliches Dörflein ist hier, das ein tolles Panorama hat. Das wusste man natürlich schon von allen Videos. Aber ja, also man hätte mir eher gedacht, so großer Bikepark, großer Ort, Tourismus und so. Aber es ist echt sehr, sehr angenehm hier. Panorama, allgegenwärtig. Also ich glaube, ich muss mal herausfinden, ob ich mit meinen Skibikes von Sledgehammer hier fahren kann. Dann muss ich hier mal einen Skiurlaub machen mit der Family. Ja, und im Sommer auf jeden Fall auch mal in den Bikepark. So, während ich jetzt hier noch durch die schönen Gassen gehe in Leogang, vielleicht eine Information, den White Star gibt es seit 2006. Das heißt also auch schon fast ein traditionelles Slopestyle-Event. Da seht ihr schon die ersten Fahrer trainieren. Und das ist hier sehr klein, wirkt es erstmal. Aber man sieht alles sehr professionell. Mal gucken, welchen Trick wir jetzt sehen. Okay, die Fahrer trainieren noch das Bremsen. Das ist die Riders Lounge, wo ich meinen Presseausweis abgeholt habe. Da seht ihr nochmal die Fahrräder und die Profifahrer diskutieren über die Sprünge, über ihre Tricks. Und ihr habt den Überblick über die ganze, über den ganzen Kurs. Also hier seht ihr natürlich hier die Dirt Jump Bikes, die Jungs dabei haben. Sehr tricktauglich. Hier auch eins von NS Bikes. Ja, 26 Zoll. Nur das dran, was dran muss. Auch keine Vorderbremse. Ist natürlich klar, wie bei Dirt Bikes. Ja, und damit werden die Jungs jetzt ganz schön krasse Tricks ziehen. Also für das Snowdown-Rennen. Die Jungs und Mädels müssen da immer hochschieben, wo sonst ein Lift fährt. Und da kommen sie wieder runter. Gerade ist Training auf der Strecke. Ja, schade für ihn, aber wie gesagt nur. Unfortunate for the young gun from Ross. Alex Cahill drop it in. Ja, da ist er wieder. Sehr. Also es sind schon ziemlich viele Rinnen drinnen, also es ist ziemlich rutschig und Kurven muss man auch gut erwischen. Das Gefährlichste ist halt eigentlich das vorletzte Obstacle, die drei Mulden. Entweder du doublest das oder dribbeln geht eigentlich nicht, ist zu klein. Ja, ist eigentlich sketchy zum Fahren, aber im Großen und Ganzen ziemlich geil. Also die Downhill-Strecke ist sehr zerfahren. Es war heute über 0, jetzt ist wieder deutlich unter 0. Und man sieht eine Menge Rutscherei. Oh. Und als Kameramann muss man auch aufpassen, weil hier der Boden extrem rutschig ist. Meine Batterie von der GoPro ist schon leer und ich konnte jetzt einige Impressionen sammeln. Es ist auch super laut, deswegen ist es schwierig. Ich konnte auch keine Fahrer interviewen. Ich gucke mal, dass ich noch ein paar Aufnahmen für euch mitnehme, dass ihr auf jeden Fall einen guten Eindruck von der Veranstaltung bekommt.